Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Wie gut kennt ihr heute mit mir, also Leo. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an mit der ersten Frage. Mit dabei sind wie immer die anderen Leute. Die erste Frage ist ganz basic. Wie viele HG-Wins habe ich? Warte. So. Oh, Nicht nicht stopp, das ist einschätzen. viel zu Richtig viel. schwierig, ne? Ich kann es überhaupt nicht einschätzen. Das ist viel zu viel, was ich gesagt habe. Viel zu wenig Scheiße. ist, glaube ich, was ich gesagt habe. Also, Blatt ist am weitesten weg mit, obwohl, Ja. nee, ja doch, ist am weitesten weg mit 199. Cornel und Marvin, die sind sogar ziemlich knapp, weil Cornel schreibt 136 und Marvin 132. Richtig ist 154 und da hat Ja. Cornel recht. Wie viele Videos habe ich auf meinem eigenen YouTube-Kanal? Bro. Das sind auch. Richtig schwierig, ohne Spaß. Lebert arsch viele. Ich Aber weiß. wirklich arsch viele. Das ist am weitesten weg mit 43. 43. Conor schreibt 137 und Marvin 272 und die richtige Antwort ist 279. Was? Uff. Ja. Hä? Ich wusste, dass du viel hast, aber ich konnte es überhaupt nicht einschätzen, wie viel. So, dritte Frage. Ich habe früher Fußball gespielt. War ich damals links- oder rechtsfuß? Hä? Du hast doch Ah, jetzt immer Junge. noch Ich weiß dieselbe. es nicht Ja, mehr aber ich spiele genau. nicht mehr aktiv Fußball, aber ich bin immer noch gleich. Ja, 50-50. Okay, Conor und Platt schreiben links, Marvin rechts. Rechts ist richtig. Mann, Ja. Rechts Junge. ist häufiger, deswegen. Durch wen kenne ich HG? Gleiche Frage wie bei mir. Auch keine Ahnung, Alter. Oh. Ich dachte, jetzt kommen richtig geile OG-Fragen, Junge. Krass, was ich. Ich, ja, richtig schlechter Guess, das wird safe nicht Wird so stimmen. verkacken, Ja, bei oder? mir auch nicht. Ich bin mir eigentlich relativ sicher, aber wenn es stimmt, wäre es einfach viel zu gut. Marvin hat geschrieben Broken Thumbs. Und Cornwall und Blatt haben was die GRG geschrieben. Und was die GRG ist tatsächlich richtig. Ja, wow. Ja, okay. Wow. Habe ich auch Richtig gedacht, basic. aber. Nächste Frage. Seit wann spiele ich Minecraft? Nur das Jahr, bitte. Wie alt bist du? 14 Jahre. Ja. Oh, da muss ich nachdenken. Man muss halt nachschauen. Hallo, Okay. Mayhem, öffne dich. Wäre mein Was? erster richtig gewesen, ich bin Marvin hat drin. geschrieben 2015. Conway und Blatt 2014. Richtig ist tatsächlich 2015. Ha! Oh Mann. Boah, ich war aber auch so zwischen 2015 und 2014, ne? Ja, bist du dir sicher? Ja, willst du mal meine Bist du dir erste Antwort sicher? vorlesen? Ja. Nächste Frage. Lieblingsfach in der Schule. Holy shit, Ja, Alter. Classic, Alter, was weiß Also, da müssten manche Leute schon die Antwort kennen. Wenn das nicht stimmt, Leo, dann bin ich enttäuscht von dir. Okay. Blatt und Marvin haben Sport geschrieben, Coinville hat Wirtschaft geschrieben und Wirtschaft ist richtig. Ah, keine No Ahnung. joke, gar kein Plan. Was für ein Handy habe ich? Genau. Nokia. Die Marke reicht nicht, ne? Nee. Selbst da weiß ich nicht, ob das stimmt. Junge, du bist doch Bauer, Alter. Wahrscheinlich hast du nicht mal ein Handy. Junge, ich habe so überhaupt keinen Plan, ne? Ja. Blatt hat geschrieben Samsung Galaxy S5, Conrail Samsung S8 und Marvin Huawei P9. Alles falsch, ich habe ein Samsung Galaxy S4 Mini. Mann! Stimmt, das hast du sogar schon oft. Also habe ich schon mal gehört. So, Lieblingsobst. Ey, jetzt ist es so weirde Ich Fragen, hab, Alter. ey, als wir heute über die Fragen geredet haben, ne, dass du die machst. Ich wollte noch nachgucken. Junge, ich Ja, bin mir komm nicht schon. sicher. Weißt du, vor allem, das ist für mich noch am allerschlimmsten, weil ich habe das Trap Talk dazu geschnitten. Also, wir haben drei verschiedene Antworten: Bananen, Erdbeeren und Melonen. Eine Antwort ist extrem knapp, nämlich die von Cornwall. Die richtige Antwort ist nämlich Himbeere. Nein, ich Himbeere, was wusste für ein irgendwas mit Mensch, einer Alter. Beere, Alter. Ach, Mann. Lost. Halber Punkt, Fragezeichen? Nein. Nein. Halber Punkt, Fragezeichen. Lieblingsgetränk.
Das weiß ich zu 300%. Weiß ich nicht. Ja. Junge, wer das nicht weiß, hat doch nie mit Leo geredet. Hey, aber keine Ahnung, Mann, woher soll ich das denn wissen? Ich weiß nicht, ob ich gerade lost bin, aber ich meine, ich wüsste es auch. Ja, keine Ahnung, was weiß ich. Ja, ihr habt alle drei Wasser geschrieben, alles richtig. Ja, ich war kurz am Überlegen, ob ich Fanta falsch. Schreibe. Mineralwasser ist die richtige Antwort. So, ich habe jetzt eine sehr originelle Frage. Lieblings-Twitch-Emote? Fuck, ich kenne nicht Twitch. Normal Twitch? Twitch? Oder Twitch? Oder auch Better Twitch? Normal Twitch. Oh. Okay. Kann ich mal auch keine Emotes von Streamern, sondern nur normal Twitch. Ja, nee, dann soll ich den kann ich kurz in den Twitch-Chat gehen und gucken, welche Emotes es gibt, weil ich kenne keinen. Nein. Ich bin gerade richtig am Struggeln zwischen zwei. Schreib mal beide und dann falsch. Darunter die, für die du dich entschieden hast. Platz hat geschrieben PogChamp, Conway hat Kappa geschrieben und Marvin Not Like This. Und Not Like This ist tatsächlich richtig. Mist. Ich hätte jetzt gesagt, ich bin froh, dass ich mich für das entschieden habe. Aber es war mir irgendwie, hatte ich das in Erinnerung, als wir darüber geredet haben, wegen unserem Emote. Weil wir ja auch Not Like This haben. So, ein bisschen Richtung HG. Welches Kit habe ich in der Basti Cup Quali-Phase gespielt? Och, fuck, Alter. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nur noch, dass wir mit 8er Team Full Iron alle zerteamt haben. Oh, da war ich mir eigentlich sicher, dass Cornwall das weiß. Mann, fuck, Alter. Ich war mir so sicher, dass Cornwall das weiß als einziger eigentlich. Ja, ich weiß. Nein, das hast du schon mal. Sorry. Warte mal, ich muss dich halt so sagen. Ey, das Schlimme ist, ich weiß. Nee, weiß ich nicht. Manche haben Meiner gespielt, manche haben Ninja gespielt, manche haben Blink gespielt. Ich hab echt überhaupt keine Ahnung. Blink hast du damals noch nicht so. Also drei verschiedene Antworten. Monk von Blood, Ninja von Cornwall und Kaya von Marvin. Alles falsch. Die richtige Antwort ist Lumberjack. Ja, stimmt. Nein! Stimmt, ich dachte, ich hätte gewusst, dass man sich für ein Kit entscheiden muss. Junge, das hatte ich ja absolut vergessen, was da los war. Ich dachte, man konnte das Kit nehmen, was man möchte. Aber ja. Das habe ich komplett vergessen. Komplettes Lobby gar nicht. Nächste Frage, auch HG-Event. Wen habe ich im Simple Galaxy Quarterquill geghostkillt? Ja, Junge, das wusste ich noch. Das war unten Cave, oder? In meinem Chef da, oder? Oder nicht? Nein. Schade. Ja, dann weiß ich es nicht. Lies mal jetzt bitte nicht okay. Vor. Ich habe keine Ahnung, ob der da mitgespielt hat oder nicht und ich weiß es nicht. Barry hat Zedda geschrieben. Blood Birdie und Marvin MC Birdie. MC Birdie ist richtig, da hätte der Meine Maul, So, nächste Frage. Punkt an mich und Marvin. Wo hatte ich mehr Wins? Aktuell auf Dojo oder am Ende von Simple? Okay, das weiß ich. Wenn das falsch ist, dann Ja, same. Denke ich auch so. Wenn er falsch ist, dann ist echt traurig eigentlich. Ja, dann kommt die Rasierklinge. Ich hab ja keinen Bart, fuck. Und wer hat Simple geschrieben? Blatt und Marvin Dojo. Dojo ist richtig. Du hattest auf Simple 156. Nein, hatte ich nicht. Du hast 150. Nein, hey, ich habe auf 100% Dojo. Hast du 150. Hey, nein, ich habe doch kurz vor Ende von Dojo dieses Video gemacht mit meinem 100. HG-Win. Ich hatte irgendwie 111 oder so. Fuck, ich hatte 105. Ich wusste, als du erzählt hattest mit, als du deine 100 Wins auf Dojo gemacht hattest, hast du erzählt, dass du ja kurz vor Ende von Simple da ein Video drüber gemacht hattest und deswegen konnte ich jetzt einschätzen, weil das ja jetzt 40 mehr sind. Vorletzte Frage. Was esse ich an Weihnachten? Ne? Currywurst. Ich bin ehrlich gesagt gerade nicht mal sicher, wie es geschrieben wird. Ja, ich hab keine Ahnung, was überhaupt das. Aber doch, ich glaube, das meintest du dazu. Okay. Das ist kein Essen, Cornwall. Nicht? Nein. Er ist so Badewanne. Ja, warte. Aber ich weiß, was du meinst. Ja, wenn du weißt, was ich meine, dann ist das es ja die.
Ja, also, Conrad hat geschrieben Gans, Vlad und Marvin haben Raclette geschrieben und zwei Leute sind in die Falle getappt. Raclette esse ich nämlich nicht an Weihnachten, sondern an Silvester. Silvester. Ja, nee, Klassiker ich dachte, du Silvester-Food, hättest. Raclette esse aber. ich auch an Silvester. Ja, Ja, wir auch, aber ich same. meine, dass du mir Wie das auch mal gesagt manchmal an hast. Weihnachten, je nachdem. Die richtige Antwort ist Kartoffelsalat und Wurst. An wie vielen Varo-Projekten habe ich insgesamt teilgenommen? Aber da muss Boah. ich jetzt mal über, da muss ich jetzt mal Zählt auch nachschauen. One Day Varo? Nein, nein, nur Was? Varos, die auf YouTube mit mehreren Folgen, aber da muss ich jetzt selber mal schauen. Wie viel hast du gewonnen? Nein, Was? nicht wie viel er gewonnen hat, an wie vielen er teilgenommen hat. Da muss ich jetzt selber schauen. Kann man das auf die Videos rechnen? Ich sage jetzt mal ganz grob 13. Junge Blatt, du solltest es am besten nicht sagen. Habe ich es gerade gesagt? Ja, du hast 13 gerade gesagt. Aber ich habe 13 nicht eingegeben. So, das erste, was mir in den Kopf gekommen ist, habe ich jetzt einfach genommen, weil ich so dachte, komm, safe mehr, aber. Eigentlich müsste das Cornwall wissen. Woher soll ich wissen, wie viele nur Varo? Ja, nur Varo. Du hast Null. Ja, er mit Noah schaut gemacht, nach bei oder? meinen Playlists. Hey, du hast auch mit Noah gemacht, oder? Ja, ich habe auch schon mal mit Noah geteamt, ja. Was weiß ich, Alter, hier. Junge, woher sollte ich das wissen, Leo? Also, das auch, Ja, weil ich du habe bei keine Ahnung. vielen auch dabei Ja, warst. trotzdem hatte ich keine Ahnung, was du alles mit Noah gemacht hast. Okay, stimmt. Also, Blatt hat geschrieben 14. Ich habe 13,5 geschrieben. Ja, auf Runden, mein Freund. Blatt hat geschrieben 14, Cornel 8, Marvin 9. Einer hat den Nagel auf den Kopf getroffen. Nämlich Marvin. Ja, XD. Insgesamt gab es 16 richtige Antworten. Ja, Cornel und mehr als Blatt. Fragen. Marvin und Blatt beide 4 richtige Antworten, Marvin 8. Damit hat Marvin Boah, gewonnen. Alter. Ja, Junge, du hast nur Anfängerglück. So.